Guten Abend. Applaus, Jubel über die Weltmeister-Elf heute in Frankfurt. Gestern Nacht bereits Straßenfeste, Autokorsos überall. Doch es gab auch andere Bilder von Krawallen und Schlägereien mit der Polizei. Die Kehrseite des nationalen Freudentaumels. In Hamburg war es besonders schlimm. In Prag werden die ersten Botschaftsflüchtlinge aus Tirana erwartet. Die 51 Albaner hatten sich in die Vertretung der CSFR geflüchtet. Gut 3000 Menschen harren noch in der deutschen Vertretung aus. Bonn rechnet bis morgen mit einer Entscheidung über deren Ausreise. Und Gipfelauftakt in Texas. Die 7 großen Industrienationen wollen bis Mittwoch in Houston die Weichen stellen in folgenden Bereichen. Streitthema: umfangreiche Wirtschaftshilfe für die Sowjetunion und Schuldenkrise der dritten Welt, Umweltpolitik und der Abbau von Handelshemmnissen. Dazu mehr um 22.30 Uhr von Hans-Joachim Friedrichs, der sich in Houston schon vorbereitet, und von hier aus dem Tagesthemenstudio. Bis dann.